Putzen macht glücklich. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen im neuen Turbogockel-Video. Ja, das sind wir wieder. Ne? Heute haben wir gesagt, wir machen heute mal wieder ein Video. Ne? Gestern ging es gar nicht, waren so viele Kunden da. Waren nur am Quatschen. Ich glaube, den halben Tag war ich nur am Quatschen. Gestern, das war unglaublich. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, also heute nicht mehr, aber ich fange an. Ich muss drei Getriebe umbauen. Ja, drei Stück muss ich verlängern. Muss ich auch machen und komplett auf, also ein Mischmasch machen. Halb aus dem Benzinergetriebe und halb aus dem Dieselgetriebe, Übersetzung ändern, sodass man auf 300 km/h kommt. So, aber bevor ich da machen wir extra Video draus, Justin, oder? Ja. Machen wir extra Video draus. Zeige ich euch, wie man so Getriebe zerlegt. Können wir auch mal machen. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, oder? Habe ich mal gemacht vor 10 Jahren oder sowas, meine alte Halle noch. Nee, ich bin ja schon, glaube ich, 12 Jahre hier. 12. Habe ich vorhin erfahren. Also sind das bestimmt schon 14 Jahre oder sowas. So, ich wollte berichten übrigens, ihr könnt jetzt, genau, das wollte ich erwähnen, ihr könnt jetzt bei uns auch Mitglied werden. Bei YouTube, ne? Das kennt ihr vielleicht, die Funktion, aber dazu komme ich auch im nächsten Video. Da muss ich mit Marina nochmal quatschen, weil wir haben da was für euch. So, und dann wollte ich mich noch, beziehungsweise ich nicht, Kevin wollte sich noch bedanken für einen Teil, hat er auch aus der Community was bekommen, aber Kevin ist heute nicht da. Übrigens, Kevin gestern auf die Fresse geflogen. Gestern war so Glatteis. Ich hoffe, wir kriegen das Video. Das wird nämlich richtig lustig. Der Kevin ist gestern nur bei dir auf Arbeit, ist er ausgerutscht und ist voll auf die Fresse geflogen. Aber volle Granate. Scheinbar haben sie es auf Kamera irgendwo, weißt du? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn Kevin da ist, weil Kevin war da und hat am G60 ein bisschen was geschraubt, dann soll sich der Kevin, weil war ja Kevin sein Geschenk, soll er sich dann bedanken. Und der Leon möchte sich auch bei euch bedanken. Und zwar, der Leon auch ein Geschenk bekommen. Ein Panzer. Du lachst, ne? Ich find's cool. Geile Panzer. Ich find's geil. Ja, ich sag auch schon mal Danke. Und der Leon sagt für euch jetzt auch Dankeschön. Dankeschön für den Panzer. Ja. Freust du dich? Ja. Geiles Geschenk, oder? Hat uns da einer aus der Community geschenkt. Der Leon war ganz sprachlos. Und? So, und jetzt muss man. Ich weiß ja noch nicht, wie das fährt. Warte mal. Aber, oh, der lenkt aber nicht nach rechts. Auf, Leon, schießt den Papa ab. Ich glaube, der Akku ist leer. Aber wir haben kein Ladegerät. Da war kein Ladegerät dabei. Was? Ach, versuchst du zu schießen? Ja. Achtung, schießt den Papa ab. Ich habe es selber schon probiert. Ich weiß noch nie, wie man schießt. Ich habe keine Ahnung. Da musst du selber rausfinden. Aber ich will es nicht zu Hause machen, weil schießt schon der Mama den Fernseher weg. Google sind auf jeden Fall drin. Ich habe eine Idee. Was für Idee? Das kann man doch machen. Also so, ich sag mal, dieser eine Knopf,
Der ist schon so ausgelutscht, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es der ist. Weil der ist scheinbar oft gedrückt worden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir fragen mal Google, okay? Ja, frag doch mal Google. Oder ich weiß, wie das hochgeht. Ja. Achtung. Mhm. So geht's runter. Ja, muss draufbleiben, ja. Also, gleich noch mal weiterspielen. Dankeschön auf jeden Fall nochmal für das geile Geschenk. Ja, guckt euch mal meine Finger an. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Kundenkleber. Justin wollte mich verarschen, wollte mir die Tasse, meine Kaffeetasse. Weil ich habe mich schon gewundert, der Justin hat mir heute einen Kaffee gemacht. Und der Justin hat mir noch nie, seitdem er hier ist, einen Kaffee gemacht. Und ich habe gesagt, hä? Warum macht denn der mir jetzt einen Kaffee? So, na, der Schlaumeier. Sekundenkleber draufgeklebt und wollte, dass ich mir die Tasse hier an die Finger klebe. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe Gott sei Dank sofort gemerkt und kurz noch abziehen. Aber den Kleber kriege ich erstmal eine Woche, glaube ich, ja nicht mehr weg. Nicht mal mit Verdünnung, glaube ich, kriegst du das weg. Keine Ahnung, muss ich mal probieren. Du könntest aber wegschleifen, wenn du willst. Mir mit Flex. Ja, klar, nur der Arnold. Ja, da hat der Justin auch eine Kleinigkeit gefilmt. Servus, liebe Leute. Also, ich habe etwas ganz Spezielles noch vor. Davon weiß Gockel noch gar nichts. Wir haben ja schon lange keine Scheiße mehr gemacht und heute ist Gockel mal dran. Ich habe vor, ich weiß nicht, ob es klappt, ihm einen schönen Kaffee zu machen und ihm dann die Tasse in die Hand zu geben und noch schön Sekundenkleber dran zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe es, es wäre bestimmt lustig. Also ich finde es lustig. Es hat mir richtig Zeit, Scheiße zu machen und ihr seid natürlich dabei. Ich hole euch dazu, wenn es funktioniert. Ich hoffe es. Du bist ein Arschloch. Oh, das wird wieder viral gehen. Was ist das? Sekundenkleber. Scheiße, es hat nicht geklappt, wie ich es wollte. Du dumme Sau. Boah. Aber da ist kein Kleber drin, oder? Nee, da ist nichts drin, versprochen, wirklich nicht. Verdammt! Oh Mann, ey! Ich hab gedacht, das klebt jetzt so richtig fest. Ich wollte dich eigentlich erst am Stuhl festkleben. Deswegen hast du mir einen Kaffee gemacht. Und gerade sagt er, hör, ist ein Kaffee? Hab mir gedacht, seitdem der Justin hier, haben wir noch nie einen Kaffee gemacht. Aber weißt du, warum der Waldemar da war? Warum? Weil er den Kleber gebracht hat. Ich habe wieder irgendwas gesehen mit Sekundenkleber oben im Video. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich dachte, oh fuck, das könnte man eigentlich mit Gockelbahn machen. Aber es ist nichts drin versprochen. Ehrlich. Also, du hast gesagt, wir müssen wieder eine Scheiße machen. Ja, das habe ich, gebe ich dir weg. Aber ja, ich hätte mal mehr drauf machen müssen. Du hättest mehr drauf machen müssen. Aber wir können morgen Harry verarschen. Den Harry, das müssen wir auch im Harry machen. Ja. Und der wird jetzt jedes Mal gucken, wenn er seinen Kaffeebecher in die Hand nimmt, weißt du? Ja. Aber die, guck mal, die Finger sind jetzt voll mit Sekundenkleber. Hat nicht geklappt, mein Freund, ne? Sie hat's auch gewusst. Hast gedacht, ich kann den Kaffee mit nach Hause nehmen, ne? Ja. Ich hab gedacht, du kriegst das gar nicht mehr ab, Esther. Ah, schade, schade. Ich hab's gleich so eine Ansage gemacht. Aber der Kaffee ist gut, ne? Ja, der ist gut, da hab ich nichts rein. Wirklich nicht. Ja. So. Und jetzt, heute war noch jemand da, der Julian, ein richtig cooler Typ. Mit dem haben wir vor einer Woche, glaube ich, telefoniert. Ja. Und der hat eine Schwalbe gesucht. Eine Schwalbe ist einer von den allerersten Golf 1, ne, mit dem Schwalbenblech hinten. Werdet ihr gleich sehen, auf jeden Fall im Video. Haben wir aber auch bei der Julia, glaube ich, ein bisschen was gedreht, haben wir auch eine Schwalbe gezeigt. Ne? Auf jeden Fall hat der Julian gesagt, pass auf, das können wir ruhig filmen. Und ich habe das Auto schon ewig stehen. Ich wollte mich nicht trennen davon, aber der Julian sagt, er sucht überall eine Schwalbe, er findet keine Schwalbe. Eine ist, glaube ich, im Internet, die ist aber fix und fertig. Und meine blaue ist okay, man muss schon noch einiges machen. Aber ich habe ja noch eine rote Schwalbe und ich kriege ja noch die von der Jule. Die von der Jule werden wir, denke ich, auch machen, weil das von der Jule von der Mamas Auto war. Und das wäre zu schade, das zu schlachten. Und die rote, wo ich noch habe, die andere Schwalbe, das ist was ganz Besonderes. Die hat vorne noch Bremstrommel. Und das will ich nicht hergeben. Die will ich auf jeden Fall irgendwann machen. Auf jeden Fall. Aber die blaue habe ich zum Julian gesagt, die kannst du gerne haben. Weil zu der komme ich wahrscheinlich in 10 Jahren nicht. Und bis die noch, wenn die noch 10 Jahre in der Scheune steht, bis dahin ist, kannst du das Ding wahrscheinlich zusammenkehren. Ne? Also, und davon haben wir auch ein bisschen was gefilmt. Auf jeden Fall, ich wollte das Ding starten. Das stand jetzt, ich glaube, 4 Jahre, ne, habe ich gesagt, in der Scheune. Und ist nicht mehr angesprungen. Vergaser ist dicht. Sprit kommt an, aber Vergaser ist dicht. Und ja, was gibt es da anderes als eine Lösung wie Bremsereiniger reinzuspritzen? Ne? Mit Bremsereiniger war es sofort da. So, also haben wir gesagt, pass auf, Julian, weil bei dem Schnee da draußen,
Das Ding irgendwie da hochschieben ist Katastrophe, also muss er laufen. Ari hat sich vorne reingesetzt und mit dem Bremsreiniger da reingesprüht. Ne? Haben wir ein bisschen was gefilmt. Also, so Leute, Julian ist da. Hier. Hallo. Julian freut sich, weil er kommt aus Freudenstadt. Und Julian hat ein neues Fahrzeug bei uns erworben. Echt? Ja, was? Muss man nur leicht drüber polieren und so. Ja. Und das sieht wieder halt, aus ne? wie neu, ja. Also, willst du es mal den Leuten zeigen, was der Julian da gekauft hat? Dann drehe ich mich einfach mal um. Ne? So, Julian hat eine Schwalbe gekauft. Eine Schwalbe. Weil, wie lange stehen der jetzt schon bei mir? Da warst du noch gar nicht da, ne? Nein, da war ich noch gar nicht da. Ich habe die als Paket damals gekauft, ein paar Stück. Und den roten behalte ich. Der bettelt schon die ganze Zeit, er will den roten. Ich habe eine rote Schwalbe mit Bremstrommel vorne. Von der werde ich mich nicht trennen, die werde ich auf jeden Fall machen. Und das ist der 68 PS, glaube ich, gell, hatten die? Die hatten nämlich vorne keine Bremstrommel, die hatten vorne schon die Bremsscheiben. Und ich wollte unbedingt schon immer eine Schwalbe mit Bremstrommel vorne und deswegen will ich die behalten. Die gibt er nicht her. Aber Julian freut sich auch über den. Natürlich. Ja. Weil die Basis, muss man echt sagen, das ist Baujahr 74. 74, wo kriegst du noch einen 74er Golf 1? Schwalbenblech, hast du schon gefilmt? Nee, gell? Nicht richtig. Kommen Sie mal mit. Das kennen viele vielleicht noch gar nicht. Guck mal, original hier noch Chromtürgriffe. Und ganz wichtig, das hier. Das sieht schon, irgendwie sieht es schon lustig aus, ne? Ja. Hast du, wann hast denn du mal jetzt mal ohne Scheiß so einen auf der Straße gesehen? Gar nie. Auf der Straße noch ich nie. Ich auch noch nie. Nicht mal auf dem VW-Treffen. Ich habe noch nie einen live auf der Straße gesehen. Noch nie. Ari, du? Nee, schon lange nicht mehr. Bestimmt 20 Jahre her. Ja, ich habe Schwalbe, ne? Ich habe eine Frage. Ja. Warum Schwalbenschwanz? Weil das wahrscheinlich wie so ein Schwalbenschwanz aussieht. Aha. Aber der Name, wo kommt der her? Von VW selber? Nee, oder? Ja. Einfach nur ja, Begriff, ne? Ja. Ja. Was ich noch krass finde zum Beispiel, die hatten original keine Heckscheibenwischer und die hatten Rückfahrscheinwerfer, waren die nicht? Oder waren die rot? Nee. Die hatten gar keine Rückfahrscheinwerfer. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, dass die ersten Modelle nach Schweden gegangen sind. Und da ist sowieso alles ein bisschen... Da war es ein bisschen anders, ne? Ist ein bisschen anders, ja. Ja. Aber das ist, finde ich, schon krass, ne? Dass man das nicht gebraucht hat, ne? Damals. Wahnsinn. Ja, aber was ist da drinnen? Gar nichts. Da sind gar keine Birnen drin, ne? Weil du zu mir gesagt hast, bevor du den holst, hast du mich gefragt, ob ich vom Postgolf Rückleuchten habe. Warum vom Postgolf? Weil der Postgolf auch keine Rückleuchten hatte. Also sprich... Also Rückfahrscheinwerfer. Ja. Ja. Echt nicht? Jeder Golf 1 Postgolf. Warum? Wer hat denn das gesagt? Justin, hast du das nicht gesagt? Dass die Post nicht rückwärts fahren darf? Ja. Ich hab mal, bis heute oder was? Nein, pass auf, ich habe bei der Post so ein bisschen gejobbt. Und, du hast gejobbt bei der Post? Ja, ja. Und als der eine Mann rückwärts wo dagegen gefahren ist, hat die was unterschreiben müssen, dass die nicht mehr rückwärts fahren darf, weil die halt einen Unfall gebaut hat. Ne? Weil die dagegen das gefahren. Hat doch nichts mit der Post zu tun. Dann dürfte die eine Frau wahrscheinlich nicht mehr rückwärts. Ja, aber allgemein bei der Post ist das so geregelt. Echt jetzt? Ja, bei mir war das so. Vielleicht werden es viele wieder rummeckern, aber bei uns war das so. Die mussten was unterschreiben. Rückwärtsfahrverbot. Ja, das ist krass. Ich glaube, allein die Rückleuchten wollen die mittlerweile 400 Lappen, oder? Ah, oh, nicht ganz so viel. Aber 300 musst du hier wahrscheinlich hinlegen, oder? Aber für Top-Zustand. Für Top-Zustand. Die sind ja noch top. Oder? Ja, kommt auch wieder drauf an, ob die von innen, die Schwalbenschwanz, haben von innen andere Deckel. Deshalb ist immer so ein bisschen... Ja, du musst auch immer erstmal jemanden finden. Wo? Und wann läuft er? Was denkst du? Wann fährst du? Sommer? Ja. Ja. Du kommst mal vorbei. Ich werde den nicht lackieren. Echt nicht? Mhm. Der ist auch nicht 50 Jahre alt. Das muss man sehen. Man muss sehen. Ich habe so viel Perfektes in meiner Halle stehen. Zumindest nachlackieren musst du schon ein paar Stellen. Ein paar Stellen, ja. Aber ich werde gucken, dass ich auf jeden Fall den Originallack so gut es geht
Ich freue mich auf jeden Fall, dass es in Hände kommt, einer, wo da was draus macht und dass er nicht ausgeschlachtet Nein, wird oder irgend sowas. Dafür ist er zu gut. Dass das Ding auf jeden Fall wieder auf die Straße kommt, das freut mich. Weil ich pack's nicht, ich pack's wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht. Wir haben noch so viele Projekte und ich pack das nicht. Aber den roten mache ich, dann machen wir ein Video drüber, zu 1000%. Ja, und was? Ja, und dann habe ich ja noch den von der Jule, wo ich noch kriege. Ja? Und da wollte ich so einen Mischmasch vielleicht mit den roten, wo ich habe, machen. Ich weiß noch nicht. Ich guck mal. Die Nummer hast du ja. Ja. Auf jeden Fall kommt hier nichts auf den Schrott. Definitiv nicht. Das wird alles wieder fahren. So, jetzt fahren wir das Ding auf dem Hänger, oder was? Ja, ja. Nur haben wir eine Direkteinspritzung. Und zwar, wir haben jetzt eine Harry-Einspritzung. Echt? Ja. Wir haben eine Bremsenreiniger-Einspritzung, weil das Ding stand bei mir in der Scheune. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, irgendwas mit 3 Jahren, glaube ich, 4 Jahre, ich weiß es nicht. Achtung, Harry, Bus, sonst bist du platt. Ja. Und der Vergaser ist zu. Der Vergaser ist irgendwo zu. Ich habe damals noch in die Scheune reingefahren. Aber letztens, wo ich in der Scheune war, wollte ich mal starten, keine Chance. Also muss der Julian auf jeden Fall den Vergaser mal zur linken Sau machen, dann läuft das Ding bestimmt wieder. So, und der Harry setzt jetzt vorne rein mit der Bremsenreinigerflasche und sprüht ein, dann fahren wir das Ding da drauf. Warte. Dieser Spumpe. Let's go. Nee, ist der rückwärts. Jetzt. Ja. So? Ja. Oder noch ein Stück vor? Ja, aber das könnte von der Bremse gehen, dann müsste eigentlich vorrollen, oder? Ach geil, es läuft. Es läuft. Aber nur 3 Töpfe, glaube ich. Mal Kerzen raus, alles raus. Ja. Das wird schon. Oh geil. Geil. Julian! Ja. Ich glaube. Ich habe mal ein GTI geholt und der Mann hat mir 4 Düren mitgegeben. Und ich glaube, dass auf 2 Düren solche Türpappen drauf sind. Ohne Löcher. Das wäre super. Ohne Scheiß jetzt. Weil ich habe mir schon überlegt, hey, was sind das für Türpappen? Diese Farben mit dieser Form, weißt du? Das sind so ganz alte, komische Türen, irgendwelche komische Farben, noch nie gesehen. Ja, das ist halt schade hier, ne? Ja, das. Ja, das ist. Du baust halt heute nicht mehr in sowas rein. Und was noch komplett anders ist, guck mal, die Tür scharnieren. Hast du das, Justin? Die sind ganz anders wie beim normalen Golf. Stimmt. Ja, stimmt. Ich hab das noch nie gesehen. Was, Harry? Was ist das hier vorne für ein Stecker? Weißt du das? Was für ein Stecker? Hab ich wohl her, das haben wir noch nicht gesehen. So, Handbremse hebt. Gang ist drin. Und wir haben Spikes drauf. Guck mal, wir haben Spikes drauf. Ist das nicht diese elektrische Motorheizung? Was? Das kenne ich von Kanada, ne? Die war so was von. Wo geht das hin? An den Motorrei. Bestimmt ein Heizstab oder so drin. Zum Aufheizen? Ja, weil Motor. Der kam ja aus Finnland. Da ist ja arschkalt. Ja, bestimmt, sonst hätte er keine Spikes drauf. Und das kann sein, dass die den aufgewärmt haben oder nachts vorgewärmt haben oder irgendwas. Ja, aber wo geht der hin? Die hatten hier unten so eine Heizung, ne? In der Ansaugbrücke. Nee, das geht in den Motor rein, in den Block. In den Block? Dass der Block nicht gefriert, oder? Das ist tatsächlich ein Heizstab. Stimmt, ja. Da ist ein Heizstab im Block drin wahrscheinlich. Damit das Wasser warm bleibt. Das ist ja krass, ne? Dass der Block nicht sprengt. Ja, ja, ja. Was ich bis heute auch nicht weiß, das haben die Schwalben. Weißt du das vielleicht? Was ist das? Das ist OBD-Stecker. OBD? OBD 0.1. Jetzt mal ohne blöd. Was ist das? Kann man damit irgendwas ansteuern? Irgendwas zum Testen? Die Lichter? Oder was haben die damit gemacht? Na, guck mal, wo das hier geht. So. Ja, nee, das ist jetzt nur der eine, aber guck mal, da geht original ein Kabel rein, weißt du? Und ziemlich dickes, plus Kabel geht da hoch sogar. Hier die 2.
Also falls das jemand aus der Community weiß, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Das wird mich echt interessieren. Ich habe schon gegoogelt, ich habe aber nichts rausbekommen. Warum hatten die ersten Golfs da oben so einen Zentralstecker? Also zum Fehlerauslesen definitiv nicht, ne? Das war ja viel, nee. Du würdest aber blöd gucken, wenn das so ist. Gut, man könnte das herausfinden, indem man anfängt zu gucken, wo gehen die Kabel hin. Weißt du, dann würdest du das herausfinden, ne? Aber ich habe keine Zeit für sowas gehabt. Aber wäre cool, wenn das jemand echt weiß und mir das sagt, was da los ist. Ja, aber das Komische ist, was ist das für das Kabel, wo es ins Getriebe reingeht? Das müsste ja in Gaps auch. Das ist ja da oben eine Dose. Ja, das sieht aus wie eine Rückwärtsgang. Hatten die normal da oben? Das hat er auch nicht. Da unten noch ein Sensor. Ja. Das sieht aus wie ein OT-Geber. Weil ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was die da angeschlossen haben. Und das sieht aber auch serienmäßig aus, gell? Ja, sieht sehr. Ja. Das sieht echt original aus. Wahnsinn. Da ist so ein Schmuckstück. Viel Arbeit, ja. Viel Arbeit, ja. Ich hätte es eh nicht gefahren, keine Chance. Dafür habe ich zu viele Projekte. Dauert, ja. Ja, aber den roten, wie gesagt, den roten, den muss ich. Oh, guck mal, Wasser schön warm. Geil. Also gut, Julian, pass auf. Ja, du machst alles fest oder kommst nochmal rein? Und dann quatsch mal wegen den Stoßstangen vom, genau, Kümmel. Vielleicht kommt ja bis der Kümmel bis dahin noch vorbei und dann. Ja. Ah, Batterie muss raus. Das ist die vom Audi. Ich hab die nur rein zum Testen hier, ob das Ding noch schnurrt. Ja, ich nehm's mit, komm. Ey, aber die Spikes sind echt geil, ne? Die hätte ich gern. Also ey, oder hat da einer Nieten reingedrückt oder was? Nee. Nee, das sind schon Spikes, ja, ne? Ja. Ja, ja. Mega. Ey, das würde ich. Mal gucken, was der TÜV dazu sagt. Krass. Warte mal, ich muss den Hebel, glaube ich, runterfahren. Müsste auch noch gehen. Weißt du, was ist das? Das ist das, ne? Aber das kannst du bestimmt zerlegen. Oder von innen einfach mit dem Hämmerchen ganz vorsichtig wieder, weil das ist noch Edelstahl. Weißt du, wieder gerade machen. Geht sogar noch. Was das ist, weiß ich auch nicht. Was? Das ist ein Schlüssel. Ja, wo gehört der hin, ne? Vielleicht in den Zentralstecker vorne rein. Vielleicht. So, geil. Steck den jetzt einfach mal da rein. Ja, ja. Freut mich auf jeden Fall, dass du dich freust und du machst was draus. Alter, was ist das für ein Relais? Harry, schon mal so ein Relais gesehen? Na. Irland. Made in Irland. Von 2000, siehst du? Da ist mal ein neues Relais reinkommen. Alter. Ja, und das ist da drin. So, gut. Und das auch Alu. Alu. Oder? Alu. Ja, Alu. Ja. Ha, dann haben sie es irgendwann aus Plastik gemacht. Da haben sie es noch aus Alu gemacht. Siehst du, da haben sie nicht gespart am Material, ne? Krass. Die Mittelkonsole, die musst du halt eine andere, eine originale, ja, oder was, ne? Und das ist der Joke. Das ist der Joke. Wo ist denn der Joke original geschraubt? Ja, wobei, die ich glaube, dass das auch original ist. Die haben nur das Holz da oben rein, oder? Ja, und das auch noch. Guck mal, Justin, kannst du für die Zuschauer mal zeigen hier? Die Blinkerhebel und so, wie beim Käfer aus Metall. Geil. Geil, ne? Nur das Lenkrad, das scheint nicht original zu sein. Ja, das Lenkrad ist definitiv original. Hatten die auch das Spucken-Dings vom Lenkrad? Ja. Ich finde, muss er noch. Und weißt du, was auch geil ist? Was ist das hier? Die Hutablage hat keine Löcher. Ob ich was gesehen habe, Harry? Die Jalousien oder wie die heißen? Ja, cool aus. Ja, das könntest du früher kaufen, ne? Warte mal, vielleicht kriege ich das auf. Hey, weißt du, was krass ist? Wisst ihr, was krass ist? Justin? Das habe ich auch noch nie gesehen, ohne Scheiß. Du hast bei einem normalen Golf 1 hinten Löcher. Ja. Und dann ist so eine Abdeckung drauf. Guck mal, das ist komplett zu. Ja. Die sind an der Seite.
die Lüftungsschlitze. Und guck dir mal von den Rückleuchten die Abdeckung an. Genau, das habe ich ja vorher gemacht. Das ist ja komplett anders, ne? Das habe ich vorher gemeint, ja. Ach du Scheiße, da liegt so eine Abdeckung, guck mal. Krass. Das ist geil. Boah, ich freue mich immer wieder, wenn ich was Neues sehe, was ich nie gesehen habe, in dem Model 1, gell? Sehr geil. So. Gut. Also, jetzt gehen wir raus. Wow, die Sitze. Die Sitze eigentlich, ich glaube, wenn du die richtig schrubbst und so, kannst du die wieder nehmen, ne? Ich will mal gucken, ob ich die hier. Ob ich die noch mal beziehen lasse. Also die von. Kopfstütze weg. Mhm. Weil dann fällt das nämlich niemand auf. In der rote Spalte habe ich keine Kopfstütze. Genau. Und normalerweise, so laut meiner Info, darf sogar die Gürtel rausmachen. Weil Gurtpflicht war. Könnte. Die von der roten Schwalbe, die sitzt, sind voll am Arsch. Voll am Arsch. Siehst du, du sagst ja selber. Das lohnt sich im Moment. Geil. Egal. So, wir sind fertig. Guck mal, hier auch das Schloss ganz anders wie an einem normalen Golf 1. Komplett anderes Schloss. Schlösser sind anders, Kotflügel sind anders. Heftig. Deshalb war ja mir so wichtig, dass er so weitestgehend vollständig ist. Weil das kriegst du ja nichts mehr her. Du kriegst sowas nicht mehr. Selbst die sind noch ziemlich gut, ne? Das wundert mich, ja. Die sind relativ gut und die hinteren. Aber ich habe das schon mal gehabt. Die hinteren. Ja, aber wir haben den ganz schön knapp auf das Ding drauf gefahren. Oh, weia. Ja, aber der ist so der Hänger, ne? Drüben ist ja auch so knapp. Ja, ja. Der Golf ist hinten ist er halt auch, ja. Naja. Aber das. Gut, jetzt quatschen wir noch wegen den Stoßstangen, weil wenn wir uns sonst irgendwie einig werden oder weiß ich nicht, weil dann schrauben wir die noch runter oder was? Ich mach den mal fest. Mach du den mal fest und dann kommst du rein. Komm hier runter. Genau, und wir gehen jetzt auch rein. Habt ihr es gesehen? Julian hat sich mega gefreut auf jeden Fall. Wirklich hat sich, also ich habe selten jemand hier gehabt, wo sich so heftig wegen so einer alte Krücke eigentlich, kannst du sagen. Ne? Gut, für uns ist das Gold wert. Und für ihn war das mehr als Gold wert. Der hat sich über jede Kleinigkeit gefreut. Er hat geschätzt. Er hat ja richtig geschätzt. Wirklich. Er hat gesagt, er sucht schon lange. Das ist sein Ein und Alles. Das ist, wie hat er das vorhin gesagt? Ich weiß gar nicht. Das ist wie so eine Goldgrube für ihn, so eine alte Schwalbe. Mhm. Weil, egal ob Golf 1 GTI oder sonst was, aber die Schwalbe waren einfach die ersten Golf 1, wo produziert worden. Ne? Und da hat er gesagt, er will unbedingt so ein Ding haben. Und jetzt hat er die und er wird sich die richten. Da dachte er, die kommt auf jeden Fall wieder auf die Straße. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alles erzählt. Und ich hätte gesagt, beim nächsten Video machen wir wieder was Technisches oder Justin? Wie wir Lust haben. Wie wir Lust haben, ja. Wir haben schon lange nichts mehr vom Prüfstand gemacht. Ja. Vorhin haben wir es auch drüber gehabt. Prüfstand-Videos haben wir mal eine Weile gemacht, was den Leuten auch irgendwann langweilig. Also musst du wieder was anderes machen. Machst du wieder was anderes, dann erwarten die Leute wieder Prüfstandsvideos. Egal was du machst, ist falsch. Ne? Aber wir machen, was wir für richtig halten und fertig, hätte ich jetzt gesagt. Richtig. Ganz einfach. Ja. So, aber trotzdem. Nächstes Video mache ich das Getriebe mal für euch auf. Und dann kommen jetzt natürlich Baustellen dran. Ich hätte Bock, Justin, dass wir vielleicht mal ein Projekt, so ein Turbo-Projekt, vielleicht so von Anfang an bis zum Schluss mal abfilmen. Da hatte ich so richtig Bock drauf. Haben wir auch noch nie gemacht. Weißt du, wie, das Auto kommt hier rein, das wird zerlegt, so ein Zeitraffer. Komplett aufgebaut. So ein Zeitraffer ein bisschen. Vielleicht so eine Videoreihe. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Projekt so und so, Teil 1. Projekt so und so, Teil 2, 3, 4. Weißt du? Kann man machen, klar. Hätte ich auch Bock drauf. So, also, wir haben für heute genug gequatscht. Wir haben heute genug gequatscht. Dann planen wir noch ein anderes Video, das erzähle ich dir aber auch gleich, Justin. Das weißt du noch nicht. Okay. Ja, planen wir auch noch ein Video. Ich bin bei allen dabei. Das kommt auch noch. Du bist, ja, ich weiß, dass du bei allen dabei bist. Ja, das kommt auch noch. Also Leute, Geduld und einfach die Glocke drücken, abonnieren und dann seht ihr, wenn was Frisches rauskommt. Ne? Ja, und letzte Zeit musste ich mir anhören, sind unsere Videos ein bisschen langweilig geworden, Justin. Ich weiß. Wir haben heute so von uns so alte Videos angeschaut. Ja, ein besonderes. Ein besonderes. Und ich muss echt sagen, wir haben viel Quatsch gemacht früher. Und irgendwie ist das so jetzt.
Es ist auf so einer so ein Einklang. Ja. Also ich vermisse das. Dieses. Gut, das Wetter ist es gerade, ist scheiße. Ja. Und wir haben ja im Sommer so viel Blödsinn alles gemacht. Und irgendwie fehlt mir das. Ich hatte wieder Bock, so einfach mal so ein bisschen Blödsinn zu machen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Leute, wir haben vorhin darüber diskutiert. Ich weiß gar nicht, wann wir hier das letzte Mal Alkohol getrunken haben. Ich weiß es nicht. Ich musste mir als in den Kommentaren anhören, wir würden uns immer so viel saufen und keine Ahnung. Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier Alkohol getrunken habe. Ohne Scheiß. Also ich habe hier seit bestimmt einem halben Jahr kein Bier mehr gesoffen. Du eins? Eins, vielleicht zwei. Der Einzige, wo hier noch Bier trinkt, ist der Kümmel. Und wir machen uns, also nur eigentlich ich und Marina, mal meistens am Freitagabend oder so, zum Feierabend, mache ich mir mit Marina schön Havana Cola. Aber irgendwie ist das alles so weg. Weg, ne? Ja, vielleicht ist es auch gut, vielleicht ist es auch, keine Ahnung. Aber ab und zu müsst man mal wieder so ein bisschen Blödsinn, mal was trinken, gemütlich mit den Jungs oder sowas, ne? Ja, bin ich auch dafür. Leute, auf jeden Fall immer einfach kräftig zuschauen und vielleicht kommt ja was in Zukunft. Ich habe was in Planung. Das wird vielleicht lustig. Und jetzt verabschieden wir uns und beim nächsten Mal wieder Goggle einschalten. Ne? Bis dann, macht's gut. Tschüss.